Das ist der Ford Mustang Mach-E GT. Unglaublich viel PS, unglaubliches Drehmoment, unglaubliche Beschleunigung. Ich habe so manchen Porsche-Fahrer ins Lenkrad beißen sehen, als ich mit dem Schiff hier an ihm vorbeizog. Aber was mir von Tech und Fun an diesem Auto besonders Fun gemacht hat, das ist ein ganz einfacher Umstand. Er lässt mich in Ruhe. Während die allermeisten neuen Elektroautos mich schon beim Einsteigen mit einem freudigen Piepsen und Blinken und Tuten begrüßen und mich auf jede nur erdenkliche Art und Weise warnen, selbst an einer Ampel warnt man mich von einem heranfahrenden Fahrzeug hinter mir. Das ist völlig normal. Ich lebe in einer Großstadt mit 4 Millionen Verrückten. Da fährt jeder hinter mir dran. Und dieses Auto, das lässt mich einfach in Ruhe. Das vertraut mir. Es sagt sich, ey, ich glaube, der weiß, wie man Auto fährt. Ich warne den mal nur, wenn echt eine Gefahr da ist. Und das gefällt mir ganz, ganz toll an diesem Auto, weil es ist ein ruhiges, vollkommen sicheres Fahren, ohne dass er mich dauernd dran erinnert und sagt, oh, du bist zu weit rechts, oh, du bist zu weit links, oh, da ist eine rote Ampel, oh, die Geschwindigkeit und so weiter und so weiter. Das hat er hier ausgeschaltet. Ich kann es bei Bedarf hinzuschalten und nicht wie bei den meisten anderen Elektroautos ist das Ding jedes Mal immer gleich an und wenn ich es ausschalte, ist beim nächsten Zündvorgang gleich wieder an. Ja, das nervt mich total an anderen Autos. Das macht er nicht. Und das macht ihn für mich zu einem absolut sympathischen Auto, weil es einfach mich in Ruhe fahren lässt. Großartig gemacht, Ford.